In 5 Minuten weißt du, was für eine Riesenchance die Diageo-Aktie zum aktuellen Zeitpunkt ist. Weißt, was der faire Wert ist, hast einen Überblick, wie es dem Unternehmen geschäftlich geht. Und wenn du gerne in Marktführer in bombensicheren Branchen investierst, dann solltest du definitiv dranbleiben. Die Diageo ist der weltweit führende Hersteller von Marken-Premium-Spirituosen. Und er ist nie wirklich günstig, ja. Für jeden Euro, den du in die Aktie investierst, macht das Unternehmen voraussichtlich 4,7 Cent Gewinn und wird davon 2,4 Cent Dividende ausschütten. Außerdem bekommst du 11,2 Cent Eigenkapital für jeden deiner investierten Euros. Warum es trotzdem sein kann, dass die Aktie günstig ist, kannst du schön hier am Kurs-Umsatzverhältnis sehen. Wir haben die günstigste Bewertung seit 2017. Insbesondere bei einem Marktführer mit wachsenden Umsätzen ist dies häufig ein guter Indikator, ob die Aktie gerade günstig oder teuer ist. Ganz genau können wir das hier auch an den fairen Werten sehen. Ich würde sagen, dass wir ungefähr 12% unter dem Durchschnittswert aktuell liegen. Die Analysten sehen währenddessen ein Potenzial von 20%, wobei ich dies natürlich nicht für unrealistisch halte, da der Kurs ja auch oberhalb des Durchschnitts liegen kann. Besonders positiv bei der Diageo-Aktie ist die Qualität des Unternehmens. Eine Umsatzrendite von fast 25% und eine Unternehmensrendite von über 10% sind absolut phänomenal. Dies garniert mit einem soliden Wachstum macht das Unternehmen wirklich zu einer der besten Aktien der Welt. Der einzige Wermutstropfen ist die angespannte Kapitalsituation meiner Meinung nach, welche sich in einer Eigenkapitalquote von 21,9% niederschlägt. Aufgrund der Qualität und der Profitabilität des Unternehmens kann sich das Unternehmen dies meiner Meinung nach sogar erlauben. Und warum das eigentlich sogar gut ist, das lernst du gleich noch. Das sind übrigens die besten Analysekennzahlen, die ich in 20 Jahren Börse finden konnte. Und diese habe ich zu 18.000 Aktien immer tagesaktuell zur Verfügung in einer Tabelle. Vielleicht willst du dieses mächtige Tool ja auch haben. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 68 Milliarden britischen Pfund und somit knapp oberhalb des Tiefpunktes von 2020. Wenn du auf die Entwicklung der Marktkapitalisierung und der Unternehmenskennzahlen schaust, ja, sollte dir auffallen, dass die Marktkapitalisierung nach 2009 sich deutlich vom Gesamtvermögen gelöst hat und die Aktie somit immer teurer wurde im Vergleich einfach zu dem zugrunde liegenden Basiswert. Das hat zur Folge, dass im Falle einer großen Krise wir eventuell wieder zurückfallen könnten auf Höhe des Gesamtvermögens. Ja? Und dies würde dann einem Rücksetzer von ungefähr 47% entsprechen. Dem aufmerksamen Zuschauer wird sicherlich auch aufgefallen sein, dass das Eigenkapital ziemlich eingebrochen ist, obwohl die Gewinne und der Cashflow positiv sind. Der Grund hierfür ist, dass das Unternehmen in letzter Zeit intensiv Aktien zurückgekauft hat. Dementsprechend darfst du diese Reduzierung im Eigenkapital meiner Meinung nach nicht als negatives, sondern musst es eher als positives Zeichen werten. Denk daran, eine der wichtigsten Aufgaben als Aktieninvestor ist, dass du deine Kosten im Blick behältst. Und wenn ich mir jetzt mit unserem Community Depot in die Aktie investiere, werde ich inklusive Börsenplatzgebühren ungefähr 3,60 Euro zahlen, weil ich immer so in der Größenordnung um 7.000 Euro investiere. Vergleich das doch mal bitte mit den Kosten, die du bei deinem Broker hast, denn die Ordergebühren sind einfach wichtig. Im Wochenchart erkennt man, dass die Aktie sehr, sehr stabil läuft und nur selten signifikante Rücksätze hat. Mit 27% sind wir ziemlich weit fortgeschritten in unserem Rücksetzer und damit wirklich in einer spannenden Situation. Mit 22% im kurzfristigen Bereich sind wir ebenfalls sehr stark abgestraft worden. Jedoch sehen wir auch, dass die Aktie noch nicht wirklich an Momentum verloren hat. Jedoch beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie im Intervall bis 30 Euro drehen wird, laut meinen Berechnungen ungefähr 80,6%. Wir können sehen, dass die Schätzungen für die Dividende sagen, dass sie in den nächsten Jahren steigen soll und voraussichtlich 2023 bei 2,7% liegen wird. Der Goodwill ist erfreulicherweise kein Problem, es gibt keine großen Einzelaktionäre und die Aktie ist bei Großinvestoren sehr unbeliebt. Besondere Unternehmensnachrichten gibt es meiner Meinung nach eher nicht. Aber lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wenn ich etwas übersehen habe. Das kann immer mal passieren. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr euch beteiligt. Die nächsten Quartalszahlen gibt es übrigens am 25.01.24. Wir haben also eines der besten Unternehmen der Welt,
welches nicht so gut kapitalisiert ist, aber eine gute Ausgangssituation liefert. Ich persönlich warte jetzt gerade mit meinen Investoren im Investmentclub auf das passende Einstiegssignal, also warte doch mit uns. Jetzt interessiert mich natürlich noch, wie deine Einschätzung zu der Aktie ist und welche Aktie du dir noch so wünschst. Lass auf jeden Fall ein Abo da, denn die nächsten Tage kommen noch viele Analysen von ähnlichen Unternehmen. Gerade gibt es nämlich Chancen wie Sand am Meer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder am nächsten Donnerstag im Investmentclub. Ich freue mich drauf. Ciao.